Hundes. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn? Hä? Junge, was hab ich denn bekommen? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, wir sind heute mit Jonas am Start in einem geisteskranken 1000 Euro Ronaldo gegen Messi Mystery Box Opening Battle. Ich habe diese beiden Mystery Boxen bei eBay bestellt, bei einem Verkäufer. Und Digga, als die angekommen sind, dachte ich mir so, Junge, wie sehen die denn aus? Wenn nichts drin wäre, würde ich mich auch nicht wundern, sage ich ehrlich. Ja, natürlich auch nicht. Gut. Also ich habe, wie gesagt, jeweils 500 Euro für beide bezahlt. Wir schauen, wie viel Wert ist wirklich in diesen Boxen und vor allem, was ist drin. Ich habe gar keine Ahnung. Ich hoffe, ein originales Trikot. Das wäre eigentlich am krassesten so, oder? Und schreibt mal rein, wen feiert ihr mehr, Ronaldo oder Messi? Also ich feiere persönlich Ronaldo mehr. Wie sieht es bei dir aus? Ja. Messi. Messi? Ja. Ah, okay, Leute, wir werden sehen. Oha, ich bin echt so gespannt, Junge. Oha. Ja, aber ist schon mal groß, ne? Das ist schon ist richtig groß. Genau, Leute, ihr glaubt gar nicht, was es alles bei eBay für Mystery Boxen gibt. Also, wenn ihr einen neuen Part wollt mit anderen Mystery Boxen, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Mir macht das auch immer voll viel Spaß, wenn gute Sachen drin sind, sag ich mal so. Ja, ich hoffe mal, dass ich was Gutes kriege, mal schauen. Dann holen wir mal eine Sache raus, würde ich sagen. Oh mein Gott, Digga, ich hab direkt was übel Großes hier. Auch was Großes. Okay, Leute. Oh mein Gott, was ist das denn? Hä? LOL? Bro! Junge, was hab ich denn bekommen? Junge. Hä? Das ist einfach eine, Junge, eine lebensgroße Ronaldo-Figur. Ist hier, ich frag mich. LOL? Junge. Leute, ich weiß nicht, was sowas kostet. Junge, was hast du denn? Das ist die Balle. Ein Messi-Ball oder was? Ja, aber ich finde, der sieht ziemlich trash aus. Ja, muss ich auch sagen. Boah, das stinkt! LOL, sag mal. Bruder, wieso stinkt der denn so? Alter, der stinkt übelst nach Chemie. Alter, Junge, aber ey, was habe ich denn für eine geile Figur, Junge? Geil, Digga! Guck mal, der hat so einen Mack gekommen. Hä, das ist übel geil. Hä, der ist voll geil. Wackeln mal. Leute, guck mal, der hat so einen Mack gekommen. Bro, einfach Ronaldo. Ey, das muss ich echt sagen. Cool. Ja, ey, die ist schon übelst geil. Ich weiß nicht, was sowas kostet. Ihr seht immer die Preise eingeblendet. Lol. Ey, deins ist übel kacke. Guck mal, das ist so ein Band. Da kann man so diesen Ball so wegschießen. Pack's mal aus. Ich glaube, der Ersteller ist auch Messi, Ronaldo-Fan. Schöne Verpackung. Ich würde die Verpackung mal zeigen können, aber es ist auch nicht so besonders. Ja, nee. Hä? Lol. Was ist das denn für ein Trash? Junge, sorry, aber. Das ist ja richtig Müll. Aber schau mal, hier ist so Messi drauf, okay. Ist das so ein Schlagball? Ja, genau. Ah, den kenne ich aus der Kindheit. Kennst du die auch noch? Nee, kenne ich nicht. Aber wir kommen zu den nächsten Sachen. Oh, okay. Ich habe jetzt was sehr Kleines hier. Toll. Einfach so ein Umschlag. Okay. Okay, was ist da drin? Ich hol auch nochmal deine Sache raus hier. Lol. Ey, das ist witzig. Krass. Das ist witzig. Oh mein Gott. Krank. So eine limitierte Panini-Ronaldo-Karte. Ich weiß nicht, ob man die sieht, Leute. Übelst geil. Die ist nicht schlecht. Guck mal. Oha. Guck mal, die hat auch so einen Holo-Effekt. Also wie teuer ist denn sowas? Wenn man die so dreht. Kann man die kaufen? Ich dachte, die muss man immer random ziehen. Ja, wahrscheinlich hat dieser Typ die random gezogen aus einer Mystery-Box oder aus einer Mystery-Box. Aus der Panini-Box, wie nennt man das? Panini-Sticker-Pack. Ja, ja, so ein Pack halt wahrscheinlich. Krass. Aber die Messi, der Mystery-Schlüsselanhänger finde ich eigentlich ganz cool. Boah, der ist cool, ja. Zeig mal. Ja, der sieht ein bisschen lost aus vom Gesicht. Ja, mit PSG oder mit Barca? Das ist Barca. Ah, mit Barca. Ja, okay. Ja, finde ich beide Sachen eigentlich sehr cool persönlich. Nice. Ja, das ist ganz cool. Das ist echt cool. Das ist schon mal besser als der erste Ball. Ja. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. Okay, ich habe die nächste Sache schon in der Hand. Oh, ich bin richtig gespannt, Junge. Ist groß bei mir, ja. Bei mir ist, ja, mittel. Mittel. Okay, 3, 2, 1. Und? Oh, ein Trikot! Oh, Junge, Unterhosen von Ronaldo! Oh, das ist cool. Oh mein Gott, glaubst du, das ist original? Oh, da ist richtig viel da drin. Alter, lol, das ist ein ganzes Argentinien-Set, Bro. Ich glaube nicht, dass das original ist, oder? Also mit so komischen Socken noch. Oh, ja, weiß ich gar nicht. Okay. Also, wir haben erstmal. Lol. Wieder so ein Anhänger, ne? Ist das Argentinien-Messi? Zeig mal so. Sieht ganz nicht aus, oder? Ja. Mhm. Nicht schlecht. Ja. Ich packe derzeit mal die Unterhosen hier aus. Einfach mal Größe S. Weiß nicht, ob mir das, glaube ich, zu klein ist, aber wir schauen mal. Du musst dir noch zeigen, wie die aussieht. Ja, angezogen, Leute. Mit Fitbild. Okay, Leute. LOL. Das ist aber original, oder? Der hat eine Unterhosen. Ja, ich glaube, die sind wirklich original. Mit CR7 oben.
Die sehen eigentlich ganz fresh aus. Erinnert mich an so Calvin Klein. Ja. Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die ist original, ja? Krass. Ey, nicht schlecht, Leute. Mal schauen, was das kostet. Ihr werdet es eingeblendet sehen. Ich denke, die sind arschteuer, wenn ich ehrlich bin, oder? Ich meine, das glaub Marken auch. Sind so 50 Euro vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Ey, aber ich will jetzt mal hier dein Trikot sehen. Ja, ich habe extra auf. Okay, mach du mal auf. Ja, komm, wir müssen. Aber erstmal die Hose, komm. Ist die für 10-Jährige gegeben? Was? Wie mini ist die? Ja, ist das ein Babytrikot oder was hier? Ja, da dachte ich, ja, ich packe ein Trikot dazu. Ich hole das billigste, also in der kleinsten Größe wahrscheinlich. Ja, okay. Ne? Das sieht so Mann. Lost aus. Ach, scheiße. Okay. Und lass mich raten, das Trikot ist auch so klar. Ja, Junge. Ist das original? Lost? Ja, das sieht eigentlich original relativ aus. Alter, das ist einfach ein Baby-Messi-Trikot, Leute. Oder so ein Kleinkinder-Trikot. Ja, ist doch ein guter Fang, Jonas. Ja, ich habe mich schon gefreut und dann ist es sowas. Ja, das ist natürlich kacke, ne? Ich glaube, das ist nicht original, würde ich da tippen. Aber die Socken noch natürlich. Ja, aber die Socken könnten mir sogar passen. Zeig. Aber voll random, dass die Socken dann auf einmal so groß sind. Ja. Welche Größe haben wir? Vor allem auch in der Tüte, das ist ja doch zusammengehört zu haben. Hä? Ja, so ein Set, ne? Hat gar keinen Sinn. Nee. Die sind viel, viel zu groß. Überleg mal, das im Vergleich zur Hose. Jürgen, keine Ahnung. Ey, waren die zusammen in der Tüte? Ich glaube, das ist nicht original, Jonas. Nein. Okay, ich hab hier die nächste Sache. Oh, du warst Flaches. Und go! Oha! Hä? Lol, ich hab so ein Ronaldo von Al-Nassr-Trikot. Lol, von seiner neuen saudi-arabischen Mannschaft. Find ich übrigens, ach, krass. Finde ich übrigens nicht gut, dass er dort hingewechselt wurde. Lol, ist das unterschrieben von Messi? Ja, das ist doch nicht echt. Ey, zeig mal kurz. Das ist die Unterschrift abfotografiert, Schürze oder sowas. Ah, ja, nein. Also pack das mal aus. Ey, das wäre geisteskrank. Also wenn das echt ist, dann kostet das safe 500 Euro. Das kostet nicht sogar noch mehr, oder? Ich weiß es nicht. Bestimmt 500 Euro, oder? Oder glaubst du noch mehr? Keine Ahnung. Müsste man unser Cutter uns mal einblenden, weil das was original kosten würde. Aber ich... Ich meine, das ist so ein Pappding. Ja, okay, nee. Es wäre schon sehr, sehr krass, wenn das echt wäre, aber ich weiß nicht. Ja, nee, das sieht nicht so hochwertig aus. Ist das ein Foto? Ja, gut, klar. Man muss es halt in der Unterschrift. Schau mal, ist das so mit Edding gemacht oder ist das so drauf probiert? Das kann ich nicht rausfinden, einfach so, oder? Na, also Leute, ich zeig's euch mal. Also, sieht eigentlich ganz nice aus. Der wird doch nicht so ein Messi-Trikot auf Wish schreiben packen und dann original Unterschrift. Okay, nee, das ist drauf kopiert. Siehst du das? Ja, das sieht man. Kein Edding. Ist trotzdem cool. Ich meine, ja. Wenn man es ein Kind schenkt, denkt es bestimmt, das wäre echt. Ja. Also, kann man passend mit dem Trikot dazu verschicken. Ey, vielleicht habe ich ja jetzt ein originales Trikot. So, einmal hier das Ronaldo Al-Nassr-Trikot. Junge! Wie klein ist das bitte, Junge? Waren das beides vom selben Verkäufer? Junge, scheinbar, oder? Ey, guck mal, wie mini das ist. Also von Ronaldos neuem Verein. Ja, nee, das ist natürlich richtig kacke. Das könnte gerade noch passen. Oh Junge, wie klein ist diese Hose? Ja, dann hast du schon auch so ein Autogramm dabei. Vielleicht ist man den bei dir original bestimmt. Ja, das kann sein. Und halt auch Socken. Aber die sind einfach nur dunkelblau, Leute. Also da ist nichts Besonderes dran. Die Socken sind auch so groß, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, da hat sich der Verkäufer von den Mystery Boxen wahrscheinlich dasselbe bestellt zweimal, glaube ich. Aber hier, hier. Aber macht ja auch Sinn, also ich meine, wenn man Ronaldo verkauft, dann kommt auch direkt Messi dazu. Ja, boah. Oh, ich hab was. Ich hab auch wieder was. Kann ich? Ja. Okay. Go! Hä? Hä? Lol, okay, das ist cool. Oh mein Gott. Ich glaube, das könnte sogar, also das ist von der Größe. Alter, Junge, ich glaube, das ist original, oder? Ja. Oh mein Gott. Du okay, das ist geil. Alter. Originales Messi-Trikot. Junge, ja, natürlich. Oha, echt? Geil. Oh mein Gott. Ja, Leute, das ist safe original. Das ist auch offiziell von Nike. Ja, ich sehe es. Da steht auch Men's Sock, also auf Französisch für Männer, ne? Junge, ey, so ein originales Messi-Trikot von das von ist Paris. Ja. Kostet doch safe so 150 Euro, oder? Echt? Safe. Das ist ein bisschen scam. So teuer ist ein Trikot. Zeig mal. Alter, ja doch. Dreh das mal so. Ey, das ist geil. Vor allem im Vergleich zum Argentinien-Trikot, wo ich jetzt enttäuscht war. Das ist geil. Ist auch die richtige Größe ungefähr wahrscheinlich. Aber andererseits will ich jetzt nicht unbedingt ein PSG-Trikot tragen, sag ich. Ja, klar, das stimmt. Wir haben Messi ausgepfiffen letztens, ne? Hast du mitbekommen? Ja. Oh je. Ja, okay, Leute, das weiß ich. Aber ist trotzdem cool. Ich glaube, das ist original, aber. Crazy. Ich müsste so das PSG-Logo vielleicht wegmachen, dann frage ich es vielleicht. Aber ich hab's trotzdem cool. Ich habe tatsächlich denselben Beschützer. Das ist übel hochwertig. Seht ihr das? Das ist so ein. Alter, so ein Patch? Ja. Boah. Das ist sehr krass. Ich hab hier so ein. Mann, warum nicht Barca? Ja, Leute, ich hab hier so einen Schlüsselanhänger, einfach genau wie Jonas seiner eben. Aber meiner ist cooler verpackt, guck mal.
Ne? Oh ja, das ist cool. Ja, mit Ronaldo Portugal, die Nummer 7. Ist okay. Oh, Goals drauf. Aber es ist, glaube ich, beim Original auch, ne? Lol. Krass. Ja, ich glaube, das ist krass. Ja, ich sag dir safe, das ist richtig hochwertig. Ich glaub, das ist echt. Das ist original. Ja, es sind ja auch die Sticker, da ist auch Nike überall. Also ja, 100% weiß man es natürlich nicht, aber es ist krass auf jeden Fall. Crazy, ja doch. Sehr geil. Also das war was Gutes gezogen, muss ich schon sagen. Ja. Okay. Das ist krass, ich hab nie so ein originales Trikot. Ja, ich auch nicht, bin ich ehrlich. Dann komm jetzt zur nächsten Sache, Jonas. Wenn das war schon ein Highlight für mich jetzt. Das ist schon geil. Okay, und go! Was? Was? Hä? Was ist das denn? So ein Parfüm? Ach, der hat doch eine eigene Parfümmarke auch, oder? Ist das original, oder? Ja, das... Hätte ich ein Parfümmarke? Doch, hat er. Glaubt schon, oder? Ja, ja. Warte mal. Das sieht ein bisschen weird verpackt aus. Also das ist... Jünger. Gut, es kann original sein. Warum? Aber ich glaube nicht, nee. Boah, so eine Billigtasse, die man einfach mal auf so einem Druckshop oder so. Ja, macht. Ja, das sieht richtig billig aus. Ja, ich finde das Bild ist auch nicht so. Aber immerhin die Messi, ne? So drauf, Messi so. Ja. Also so ein Fan bin ich dann doch nicht, glaube ich, dass ich hier nutze. Ja, mal schauen. Ah, lol. Wir müssen mal testen, wie das riecht. Sieht aber echt, ich glaube, das ist original. Wann sieht man denn das? Also ich glaube, gibt es überhaupt so Duschgel und Parfumfakes? Ich glaube nicht, oder? Boah, keine Ahnung. Lass mal hier den Geruchstest machen. Okay, Leute, das muss ich nochmal auspacken hier mit der Schere. Oh, aber ist dann auch ziemlich teuer. Also die wird er bestimmt nicht für einen Zehner verkaufen, die Parfüms. Parfüms korrekt. Oh lol. Ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr teuer. Das ist ja so ein Geschenkset. Bestimmt so 50 Euro, oder? Boah. Was denkst du? Ey, ich weiß, wenn ich sogar teuer. Ich will es nicht sagen, aber. Das Ding ist, die Marken von so größeren Fußballern, ich meine, wir verkaufen ja selber Merch, das ist auch nicht so leicht, das günstig herzustellen. Lol, sieht schon cool aus. Ich könnte es mir echt vorstellen. Das muss unser Kappa mal einlernen. Ich sprühe ja mal so hin. Dann ist ja... Das geht gar nicht. Boah, Junge, meine Augen! Das ist voll in die Augen gewesen. Ist nicht schlecht. Riecht ganz gut, oder? Ja, ist nicht schlimm. Eigentlich schon. Leute, riecht so ein bisschen sportlich frisch, der Duft. Ist halt nur ein Parfüm, wo einfach der Name draufsteht am Ende, aber ja. Trotzdem ist... Also ich denke, Jeremy Fragrance würde den wiedererkennen, oder? Boah, keine Ahnung. Nee, wenn es original nicht. Ist, ja, glaubst du nicht? Nein, ich glaube, das ist so, nicht so ein wirklich krasser Duft, würde ich mal vermuten, Leute. Ich glaube, der hält nicht so lange, das ist ja nur so ein Bode-Toilette. Und dann haben wir hier noch so ein Duschgel. Das sieht eigentlich auch cool aus vom Design. Guck mal, hier ist so Ronaldo mit Sü direkt drauf. Schauen wir mal, ob das gut, ich spüre mal so ein bisschen so raus, Dingsen, riecht mal so. Riecht gar nichts, ist kacke. Ja doch, das riecht eigentlich genauso wie das Parfum. Ja. Echt? Ich hab's gebrochen. Ja doch. Also Leute, ja, ist ganz nice eigentlich. Kann man mal verwenden, oder? Ja. Aber ich würde sagen, bisher liege ich vorne, oder? Mit dem Trikot? Ja, finde ich auch. Ja, danke. Okay. Weißt du, ey, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir niemals auf 500 Euro pro Paket kommen, oder? Das ist ja, das ist ja logisch. Hey, ist ja klar. Also da ja, yeah. Ist ja Gewinnmarge drin. Das ist ja obvious. Ja, das stand aber, dass es mehr wert wäre. Aber das war wahrscheinlich Scam. Wer glaubt denn daran, dass es mehr wert ist, Junge? Ja, niemand. Was ist das denn? Natürlich wird er gewinnen. Okay, 3, 2, 1, go. Lol. Oh, was ist original? Das große Ronaldo-Fanbuch. Was ist das denn für ein Scam? Ich krieg ja voll die loste Kacke. Also du hast ein originales? Das ist müsste die Originalbiografie sein. Das ist auch hochwertig. Und da steht auch der Preis drauf, 30 Euro. Ah, Alter. Cool. Zeig mal so in die Cam. Ja, das ist ohne Witz, das ist cool. Das sieht cool aus. Stimmt, das. Alter, 28,95 Euro kostet das. Das ist schon echt teuer, ne? Ja, mit so zwei Taten auch von Adola und Guardiola drauf. Du hast das Originale. Ich guck mal, was bei mir drin ist. Ah. Das ist echt cool. Also Leute, ihr seht hier so ein bisschen Einblick. Das riecht sogar gut, das Buch. Das stinkt normalerweise. Ja, also bei Jonas ist eigentlich nur Text, Leute. Bei mir sind auch viele Bilder drin. Guck mal. Sieht eigentlich eh ganz cool aus. Und das ist voll cool. Schau mal, das sieht eh ganz nice aus mit so coolen Bildern. Ja, das ist halt für Kinder gemacht, ne? Ja, ja. Aber ich fühle die Bilder auch irgendwie mehr. Aber hier, das ist, ich kann aber vorlesen. Ja. Halt hier der Werdegang, ne? Ankunft, Teil 1 in Rosario, dann Teil 2 in Barcelona, dann Teil 3 in der Spitze, Rekorde brechen. Ah, krass. WM. Und Abschied von Barca. Ist aber, glaube ich, noch vor dem WM-Sieg, oder? Ich denk auch. Also bei mir steht nicht der Preis drauf, wahrscheinlich weil es irgendwie so 3 Euro wert ist. Okay, schau ich mal. Jetzt will ich mich wieder so hardcore mäßig, wenn ich so einen riesen Haufen lege. LOL, das war's bei mir schon! Oh. Hä? Echt? Mega-Scam! Ja, ja, hol mal dein nächstes raus. Du musst ja voll viele Sachen drauf sind. Oha! Alter! Oh, das ist cool. Alter Junge! So ein komplettes Panini-Sticker-Album. Ey, lass das mal auspacken. Boah, Schere vielleicht? Ja.
Oha. Krass, das hat aber eigentlich gar nicht mehr so viel mit nur Messi jetzt zu tun. Ja, oder? Aber passt schon rein, muss ich sagen. Ja. Ey Leute, das Messi-Paket ist ja um einiges krasser. Ja, logisch. Macht ja auch Sinn, ne? Ja. Ich glaube, der Mystery-Box-Verkäufer bei eBay feiert auch Messi mehr. Der hat so ein bisschen, dachte ich so, ja komm, lass so ein Fake-Trikot bereitpacken, ja. Kleines in der Messi-Paket. Ja, so ein Original-Trikot, Panini-Sticker-Album. Junge. Vielleicht war das die Logik, das war 200 Euro wert und das sind so 700, weißt du? Ja. Ey, aber vielleicht können wir da jetzt so ein Panini-Pack-Openinger schnell machen. Wenn man so, oder? Glaubst du, sind auch solche so Packs drin? Das könnte sein, okay. Und? Oh, Alter, zeig erstmal von der WM in Katar. Gut, die WM ist erstmal umstritten, muss man dazu sagen, aber gut. Ja, Katar-WM jetzt nicht. LOL! Oh mein Gott, lass mal so ein paar öffnen. Weil das sind richtig leer, viele, oder? Krass, hier Ecuador und so weiter. Kann man dann alles einkleben. Lass mal so ein paar öffnen. Okay, ich gebe dir, sagen wir jeder 5 oder mehr? 5? Ja, jeder 5. Okay, komm, wir machen Battle, der gewinnt. Okay, Leute, 5 Panini-Sticker-Battle. Boah! Kommentare, wenn wir mal ein Panini-Battle machen wollen, oh, das wäre eine stimmt. Coole Idee. Ey, das wäre krank. Das wäre echt eine krasse Idee, da hätte ich auch Bock drauf. Leute, schreibt es mal rein, sollen wir es machen? Dann ja. Machen wir es gerne. Es macht immer sehr viel Spaß, du gibst immer viel Geld aus und ich darf ihn auspacken. Genau. es ist wirklich geil. Okay. Jetzt bin ich mega gehypt. Okay. Ey, du hast noch was drin danach? Ich glaube, ja. Ey, das ist ein Witz, Mann. Ja. Okay, dann let's go. Bist du bereit? Ja. Okay, die erste Sache, Leute. Oh, ich hab das voll komisch aufgerissen hier. Okay, 3, 2, 1. Hä, sind da mehrere? Ah, da sind mehrere drin. LOL! Achso. Ich hab einmal Ibrahim Mbaye. Ich hab Chang Hong Krong. Das überspringen wir mal. Die beiden dachten, sie wären Profis, aber kannten keinen Fußballspieler. Ich glaube, es war noch eine Sache drin. Ja. Oh, was ist eine Sache? LOL. Hä? Nochmal das gleiche? Noch eine Fake-Unterschrift. Geil, danke. Ja, okay, die ist auch safe. Fake. Hängst du die an die Wand? Die Fake-Unterschrift? Nee, ganz sicher nicht. Oh, da ist noch was! LOL! Als ob du auch so mit. Digga. Krass, das ist auch noch so eine Special-Panini-Karte. Ja. Alter, sehr heftig. Hast du noch was? Hä? Junge, was ist das denn? Das ist noch was! Ich hab noch was danach. Bro! Ja, das wird abgezogen. Was ist das denn? Ah, LOL. Oh, nee, musst du oben abschneiden. Nochmal, lol. Crazy. Da oben steht schon mal dick Made in China drauf, das ist ein gutes Zeichen. Ja, Made in China, lol. Ein Barca-Schlüsselanhänger. Das ist arg viel, oder? Ja, das ist too much. Aber Messi, das finde ich ganz cool. Aber es ist ja, ist sehr, sehr billig. Ja, okay. Das werde ich anfassen, ich weiß nicht, was denn. Naja. Du hast halt Chemie. Lol, du hast noch was! Da. Hä? Wie sieht das denn aus? Okay, das ist absolut. Nee, das ist echt nicht. Das ist ultra Scam. Da fand ich deine Ronaldo-Figur, muss ich ehrlich sagen, die war ganz cool. Ja, Leute, also. Mal zeigen. Ich fand die echt schon ganz geil, muss ich sagen. Warte nochmal. Ja, auch mal. Ey, das ist auch gute Quali. Ja, ja. Wobei, so gute Schuhe müssen. Ja, die ist cool. Die ist wirklich cool. Okay, Leute, lasst ein Like, da kostet das Abo, wir feiern die mehr Ronaldo oder Messi. Wir sehen uns. Ciao, ciao.